So, ja, in Paganella wieder mal ein kommentierter Run. Diesmal den Willy Wonka Trail. Nehmen wir hier gleich mal die kleine Abkürzung. Der Trail wurde letztes Jahr 2018 eröffnet und jetzt gucken wir einfach mal, was der Trail so bietet. Ich hatte zwei Abfahrten schon mal, so einfach, um mir das anzugucken. Oh, er hat schon ordentlich Bremswellen, Junge. Ja, wir haben jetzt Mitte September, also die Saison ist bald vorbei. Was kommt jetzt hier? Ach, jetzt kommt hier das bekannte Foto-Motiv, nämlich das Karussell. Cool gebaut, bestimmt eine Weile gedauert, bis die das mal fertig hatten. Wunderbar. So. Vom Charakter her schon viele Anlieger gebaut, also weniger natürlicher Anteil bisher. So, jetzt fahren wir hier ja, ein bisschen über die Skipiste. Ach ja, ist okay, aber hätte man vielleicht auch schöner überbrücken können. Aber jetzt, uiuiui, jetzt rappelt es hier richtig. Ah. Meine Fresse. Da müssen wir früh ran. So, wo sind wir jetzt hier? Ach, am Flussbett entlang. Kurve macht zu. So, drei Tables. Ein Anlieger rein. Eins, zwei. Da runter. Da kommen nochmal zwei. Eins, zwei. Immer wieder flowig ein bisschen, aber dann auch vor den Kurven richtig schön schlagen. So, der erste Holzanlieger kann man mitnehmen, um in die Kurve. Am Ausgang brauche ich den jetzt gar nicht. Wow, da kommt schon größere Anlieger aus Holz. Guck mal, jawohl. Müssen wir aufpassen, dass am Ende runterkommt, sonst schießen wir da schön in die Wildnis raus. So, hier kann man so ein bisschen entspannen. Aber ich werde mit euch bremsen. Ja, 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 dann waren sie schon. Hart anbremsen. Jetzt ein bisschen. Man muss manchmal echt innen versuchen, nach außen anzufahren, damit man sich die Bremswellen ersparen kann, weil es geht ganz schön in die Hände. So, scharfe rechts. Jawohl. Hier mal wieder kurzes Erholungsstück hier. Aber die kommen wieder, die Bremswellen, da kann ich alles drauf verwetten. So. Jawohl, da kommt schon ein Anlieger, also müssen wir auch anbremsen. Mal früher bremsen. Jawohl. Ja, das hilft manchmal auch, vor den Bremswellen schon zu bremsen und durch die Bremswellen dann das Rollen zu lassen. Kleiner Table, Table und noch ein Table. Gleich groß und weit. So. Wo geht's da? Da geht's lang. Ja, fast mal kurz die Spur aus der Arm verloren. Und rum. Ja, also die Traversen sind nett, da kann man es echt rollen lassen. Auch sehr für Anfänger geeignet. Unten raus kommen sie dann wieder, die Bremswellen. Weil nach jeder langen Gerade kommt eine Bremswelle. So. Ja. So. Ja, in dem Bikepark-Urlaub so einen vollen Run zu fahren, geht auf die Knochen. Trotz Fully mit 160, 170 vorne, spürt man da doch was. So, jetzt kommen sie wieder, Bremsen, ja.
Da außen waren mal keine. Sehr gut. So. Ja, ein bisschen hier die Wälder mitnehmen. Jawohl, da kommt man in den rein. Und zack. Muss ja auch ein bisschen Spaß haben. Wie gesagt, Urlaub. Ja, mach mal wieder zu. So, was haben wir hier? Nochmal außen mit, jawohl. Oben, naja. So, hier kommt glaube ich eine andere Strecke auf dem Willy Wonka Trail. Aber der hat nur am Wochenende geöffnet. Und wir sind unter der Woche da. Also, nichts was. So, mal wieder kurz erholen. Bis die nächsten Bremswellen kommen. Also, wow. Ich muss sagen, also Trailpflege, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich habe bisher niemanden jetzt gesehen, der da ein bisschen was ausbessert. Vielleicht lassen sie es jetzt auch am Ende der Saison einfach vollkommen ausklingen. So. Gucken wir mal. Ich glaube, jetzt sind wir schon relativ unten. Ja, hier sind hier Schläge. Ach, meine Fresse. So. Also, da frage ich mich hier kurz mal ein bisschen ab. Bis. Also, da tun echt die Hände weh. Fuck. Also. So, noch ein paar Tables. Jawohl, genau, aber wir kommen. Also hier ist schon echt schräg. Und nach einer Abfahrt tut es dann auch ganz schön weh. So, da kommen nochmal Tables. Jawohl. Eins und der zweite. Oh, hier muss man aufpassen. Und noch einer. Raus aus dem Wald. Huiuiui. Jetzt tun aber die Hände weh. Ich sag's euch. Alter Schwede. So, jetzt haben wir das Ende auch erreicht der Strecke. Glaube ich offiziell. Müssen wir hier über die letzten paar Meter noch runter zum Lift. Eieiei. Also das letzte Viertel, das hat es einem nochmal richtig gegeben. So viel zum Willy Wonka.